Termin dauert nicht lange. Okay, Papa. Ich warte hier. Viel Glück! Es war einmal, vor gar nicht langer Zeit. Da lebte ein Witwer mit seinen zwei Töchtern in einer kleinen Stadt am Meer. Seine schöne Tochter Sonja wurde von einem mysteriösen Anruf fortgelockt. Und verschwand spurlos. Sonja! Sonja, wo steckst du? Sonja! Sonja! Das Büro von Tod. Wer ist da? Sie haben mich ganz genau verstanden. Hören Sie, wenn Sie der Ansicht sind, Sie müssen Scherz mit mir treiben, lege ich wieder auf. Wer ist da? Und hier ist das Büro von Tod. Doch Mario, nicht wahr? Wissen Sie, dieses wunderschöne Gesicht, das Sie da gerade eben anschauen, mit den wunderschönen Augen vor der großen... Hören Sie mir jetzt ganz genau zu, wir haben nicht viel Zeit, Tod kann jederzeit zurück sein. Entweder Sie hören mir jetzt genau zu, oder Sie könnten es Ihr ganzes Leben lang bereuen. Tod hat einen entscheidenden Fehler begangen. Der kennt sich ja nicht aus mit modernen Kommunikationsmitteln. Er hat die ganz falsche Frau auf den ganz falschen Weg geschickt. Mario. Ich schicke Ihnen jetzt Ihren ganz persönlichen kleinen Navi-Code und Sie machen sich sofort auf den Weg. Sonja heißt sie, Sonja. Sie müssen das Mädchen retten. Aber Mario, beeilen Sie sich. Ja. Sonst werden Sie das Mädchen nie kennenlernen. Dolores! Dolores! Sonja ist verschwunden. Ich kann sie nirgends finden, hab's schon überall gesucht. Du musst sie suchen gehen. Das ist doch nicht das erste Mal, dass sie verschwindet. Sie wird schon wieder auftauchen. Du machst, was dein Vater dir sagt. Du gehst jetzt deine Schwester suchen. Oh, jedes Mal das Gleiche. Immer ich. Immer ich. Was ist passiert? Wo bin ich? Entschuldigung, gibt's hier Netz? Ich brauche kein Netz. Und du auch nicht.
Ich will nicht sterben. Zu spät, Sonja. Du bist schon gestorben. Des Todes hat für Lebende keinen Eingang. Vergebens suchte Mario danach, bis er mit blutigen Nägeln mutlos nach Hause schlich. Ich bin nicht reingekommen. Es war egal, was ich gemacht habe, ich bin nicht reingekommen. Bruderherz, jetzt beruhig dich erst einmal. Beruhigen? Wie soll ich mich da beruhigen? Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Idee. Madame Margherita war müde und des ständigen Blickens in die Zukunft überdrüssig. Sehnlichst wünschte sie, ihre eigene an der Seite des stattlichen Witwers zu verbringen. Sie würde den Mädchen eine gute Stiefmutter sein. Davon träumte sie gestern und heute. Sie ja schon. Madame Margherita, meine Schwester Sonja ist schon wieder weg. Ich habe sie überall gesucht, aber ich weiß nicht, diesmal, ich weiß nicht, ich... Beruhig dich doch erstmal, du Moritz. Ich habe doch immer gewusst, weswegen du herkommst. Madame Margherita, wenigstens Sie verstehen mich. Ich sehe... Weiße Häuser. Ich sehe Wege. Ich sehe eine Burg. Ich sehe einen Brunnen. Ja, ich sehe Sonja. Sonja. Ja. Okay. Nach unten. Zum Tümpel am Turm. Dort wirst du Sonja finden. Hallo? Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Was suchst du denn hier? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ist der Tod zu Hause? Ganz froh sein, dass er nicht da ist. Reinkommen Sie alle. Ich muss ihn wirklich dringend sprechen. Oben beim Chef ist er. Danke. Die ganze Zeit beim Chef herumzuhängen? Ich finde, du hast auch einmal einen Feierabend verdient. Wie meinst du das? Ich finde, wir sollten dann trinken gehen. Chef, ich mache für heute Feierabend. Ich bringe dir morgen ein paar neue Leichen. Ist. Ich kann's einfach nicht.
alles aus. Es ist alles aus. Dolores hatte getan, was sie konnte. Sie war am Ende ihrer Kräfte und sprang in den Tod. Geh, Rita, bringst uns eine Flasche Obstler, aber den Hausbrand. Du hast richtig gehört. Ja. Es gibt keine Burg in Nias. Das habe ich dir schon tausendmal erklärt. Es gibt keine. Aber ich bin mir... Ich gehe Kippen kaufen. Brauchst nicht auf mich zu warten. Gut.
Du musst nicht so eine langweilige Ehe führen. Aber weißt du was? Ich habe es satt. Etwas Besseres als dieses Leben finde ich überall. Mach's gut, Schwester. Ich bin wieder am Friedhof. Gewaltig. Jetzt lasst uns abhauen.